viel Last. Ich muss gehen. Ich habe keine Zeit. Es ist zu viel. Vielen Dank für die Einladung, Antje und Ramona. Womit fange ich an? Also erstmal, ich bin nicht der Sprecher oder der Vertreter des Aufbauhauses. Dankenswerterweise sind Frau und Herr Koch die Eigentümer und Mitmacherinnen und Ermöglicher des Aufbauhauses auch hier. Deswegen würde ich schon darauf, das ist auch, glaube ich, erwähnenswert deswegen, weil so eine Entwicklung, wie wir sie am Moritzplatz in den letzten 7 Jahren sehen konnten und diejenigen von Ihnen, die ab und zu mal da sind, vor allen Dingen auch im Sommer und die Gärten anschauen können und die verschiedenen Partizipations- und Möglichkeiten, kulturellen Einrichtungen dort sehen und alles andere, was passiert ist. Das ist alles ohne Masterplan passiert, das ist alles ohne öffentliche Förderung oder Befürwortung schon oder Anschub passiert, sondern es ist von einer Gruppe von Leuten initiiert worden. Zweitens, ich bin nicht hier als Vertreter einer Firma, sondern tatsächlich als Bürger von Berlin und wenn überhaupt von der Belius Stiftung, die sich um das zivilgesellschaftliche Engagement in der Stadt bemüht. Und da kann ich auch gleich zwei Überleitung geben zu dem Ort, wo wir hier sind. Tatsächlich ist eine der Initiativen, die wir geschafft haben, ins Leben zu rufen, Initiative Stadt Neudenken. Eine Initiative, die sich um das Thema städtischer Räume, der Vergabe, der Möglichkeit des Zugriffs auf Räume durch Nutzerinnen und Nutzer bemüht. Vor 3 Jahren ungefähr gegründet, anlässlich der Vergabe der Blumengroßmarkthalle und der gesamten Entwicklung in der südlichen Friedrichstadt rund um das Jüdische Museum. Daraus ist entstanden und das ist quasi eine bürgerschaftliche, zivilgesellschaftliche Guerilla-Aktion gewesen. Wir haben einfach ganz frech gesagt, wir müssen im Parlament einen Raum haben, wo wir einen runden Tisch veranstalten. Und ich glaube, die angefragten Fraktionen an erster Stelle, die Grünen, haben gesagt, ja, na klar, das muss es geben. Dann schauen wir uns mal um nach dem Raum. Und daraus hat sich ergeben, dass jetzt am 9.12. der insgesamt 15. runde Tisch für Liegenschaftspolitik tagt. Und man würde normalerweise annehmen, das ist ein relativ zahnloser Tiger, weil es so breit gestreut ist. Am runden Tisch selber sitzen 40 Initiativen. Es kommen bis zu 200 Leute als Gäste. Und dort wird vorgetragen, was sind die Belange derjenigen, die in Berlin leben und wirken. Es ist im besten Sinne eine moderne Art von Managementkultur, wenn Sie so wollen. Es ist nutzerzentriert, wie Design Thinking, was jetzt auch in vieler Munde ist. Das heißt, die Menschen werden eingeladen, werden aktiv befragt. Es wird Informationen und Haltung aufsuchend erfragt und dann aufgeschrieben, dokumentiert und eingekleidet in Forderungskataloge und Wunschkataloge an das Parlament. Und immerhin, eine Wirkung dieser Aktivitäten will ich herausstreichen, das Moratorium zum Verkauf Berliner Liegenschaften, was nach wie vor gilt. Prominente Beispiele, Alte Münze und andere, die sehr, sehr begehrt sind im Augenblick. Das vagabundierende Geld durch die Stadt sucht sich auch solche Orte. Und im Augenblick ist es so, dass ein bisschen mehr darüber nachgedacht wird, wie können wir klug mit den Räumen in der Stadt umgehen. Lassen Sie mich kurz ein paar Fortschritte fortsetzen. Ich habe nur 10 Minuten, sonst kriege ich Haue hier vorne von den Damen der ersten Riege. Keine Gewalt. Ja, sagt ihr so. Das zweite Thema, was mir eben bei eurer Einleitung aufgefallen ist, die tollste Stadt der Welt. Ich hatte dieses Jahr die Gelegenheit, fast durch ganz Europa zu reisen, beruflich, um sozusagen Kunde zu geben, wie machen die Berliner denn das in der Stadt? Auch als sehr, sehr weit entwickelte, vorbildliche, wohlhabende Städte aufgefallen ist, dass Berlin vor allen Dingen eins hat, von sehr, sehr, sehr geringem Niveau reingesteigert in eine unglaubliche Dynamik, in ein Image, was unvorstellbar ist, wenn man egal in welcher Gesellschaft in Europa am Tisch sitzt, junge Leute, ältere Leute, gebildetere Leute, Leute, die Initiativen aber auch betreuen, die sagen als erstes, wenn man sagt, man kommt nicht aus Deutschland, man kommt aus Berlin, sagen sie cool. Und das Zweite, was sie sagen, wenn die Tischsprache Englisch ist, aber auch eine leichte Kritik, man, it's 21st century. Das heißt, es gibt
zwei Aspekte in Berlin, die auch von außen betrachtet werden. Es ist eine unglaublich lebendige, engagierte Stadt. Die Menschen in Berlin, ich nenne sie immer die Berliner aus aller Welt, prägen ihre Stadt. Sie können mit gewissen Themen sich an eine Bushaltestelle, das ist immer so ein Bild von mir, stellen in Berlin, das Thema ansprechen und sofort kommen 5 oder 10 Leute, die sich in irgendeiner Art von Initiative engagieren wollen und nicht danach fragen, ob sie dafür Geld kriegen, ob sie Ruhm ernten, sondern die einfach inhaltsgetrieben diese Dinge tun. Und das ist fast schon unheimlich. Und die andere Geschichte ist, Man is 21st Century, die Verwaltung und die Politik, das Bild auch national und international, hinkt dem weit hinterher. Das heißt, proaktive Strategie, ich will gar nicht von der Vision reden, ist in dieser Stadt noch nicht so beheimatet, wie es eigentlich anzunehmen wäre. Das heißt, es ist eine unglaubliche Kraft in der Zivil- und Bürgergesellschaft, die es zu aktivieren gilt. Und wir sind ja zusammengekommen bei einem Anlass, wo ich Ramona und Lisa Paus adressierte nach dem Motto, Mensch, ihr Grünen, was ist aus euch geworden? Ihr müsst diese Themen besetzen, ihr müsst aktiv sein, ihr müsst die beweglichen und modern sein. Ihr habt sozusagen Zielgruppen hier, die nur darauf warten, dass die richtigen Keywords, die richtigen Schlüsselwörter gesendet werden und dann machen wir auch wieder mit. Ich glaube, dieser Tag heute könnte nochmal so ein Aufbruch signalisieren, dass es in diese Richtung gehen sollte. Es gibt eine, ich bin eigentlich hierher gekommen und auch gebeten worden, anhand einiger praktischer Beispiele, eins mit der Initiative Stadt Neudenken und mit dem Runden Tisch habe ich genannt. Es gibt eine Reihe anderer Aktivitäten, wo aufgrund eines eigenen Engagements, aber auch des Gefühls von Mangel, sich Menschen zusammengetan haben und sehr interessante Aktivitäten an den Tag legen. Ich will ein paar Ihnen nennen, an die können Sie sich auch in der Folge wenden. Die gibt es alle im Internet zu finden. Eine Initiative ist Give Something Back to Berlin, sehr, sehr englisch. Das zeigt, das weist darauf hin, dass dort junge Leute, die nach Berlin gekommen sind, sich gefragt haben, Mensch, wir haben so viel von Berlin bekommen, wir haben die Liebe gefunden, wir haben die Ausbildung gefunden, wir haben eine tolle städtische Kultur und Atmosphäre gefunden, das hat unser Leben verändert, wir wollen etwas zurückgeben. Und es ist ein Non-Profit-Projekt, was sehr, sehr weit ausstrahlt mittlerweile, was in ganz Europa im Augenblick versucht, auch in anderen Städten diese Idee von Verfügbarkeit, Fachkräfte aus aller Welt, die gemeinnützige Arbeit leisten, also die Sprachkurse anbieten, die für Leute einkaufen, die Mobilität ermöglichen, die Prozesse und Services entwickeln, wie sie im Augenblick in der Stadt nicht da sind und die sozusagen für andere, die Hilfe benötigen, Hilfe anbieten. Und das völlig außerhalb jeder staatlicher Regelung oder Unterstützung, sondern aus sich selbst heraus. Und das ist eine Kraft, nur als eine zu nennen, die natürlich eine unheimliche Energie hat und die auch bezeichnend ist für diese Stadt. Das nächste, was, wenn wir vom Moritzplatz reden, können wir nochmal dahin zurückkehren. Die Prinzessinnengärten ist ein Urban Farming Projekt, das für Sie in der Stadt, die sich durch die Stadt bewegen und in diesen Feldern und Communities, in diesen Gemeinschaften und Umfeldern sich aufhalten, nichts Besonderes. Aber wenn Sie Prinzessinnengärten weltweit sagen, dann kennen das die Leute als Projekt, wo ein privater Raum ein öffentlicher Raum wurde, wo aber die öffentliche Hand oder andere Institutionen nichts daran tun müssen. Sie müssen es nur ermöglichen, dass diejenigen, die Ideen haben und die aktiv sind, sich dort ausprobieren können und konsolidieren können. Und deswegen ist es auch ein besonderer Präzedenzfall, wenn man bedenkt, dass die Prinzessingärten, das alte Wertheim-Grundstück, bis 2009 noch in der Hand des Liegenschaftsfonds waren. Noch 3 Jahre lang hatten wir als Modulor das gemietet, dann untervermietet an die Prinzessingärten-Jungs. Und ab 2012 haben die selber ihren Mietvertrag. Sie haben sozusagen beweisen können und dürfen, dass sie das wuppen können, dass sie eigentlich ein Bildungsangebot, Integrationsangebot machen dort und ein Ort schaffen, wie man sich ihn gar nicht ausdenken könnte vom Reißbrett. Und es ist gelungen, dass jetzt 5 Jahre auf jeden Fall eine Bestandssicherung für das Grundstück besteht. Und es muss man einfach sehen, in dieser Stadt gibt es so viele Bedarfe und da ist der Wettbewerb zwischen Geflüchteten, zwischen Kreativen, zwischen Leuten mit wenig Einkommen, zwischen Leuten, die den Wohnbedarf haben, der bezahlbar ist
und solchen Gartenprojekten und Gesundheitsprojekten und you name it, was immer Sie sich ausstellen, dieser Wettbewerb ist eröffnet und ich glaube auch, dass es den Grünen gut zu Gesichte steht, diesen Wettbewerb zu moderieren. Das heißt, dass man sich ganz klar sagt, nicht entweder oder, und das, sondern dass diese Dinge müssen nebeneinander möglich sein in zum Beispiel der Vergabe des Ressources Raum. Und ich merke, dass jeden Tag, dass in diesen Diskussionen darum gestritten wird und wenn immer mit Hau drauf Argumenten, die nicht angenehm sind und mehr ausschließen als einschließen. Andere Initiativen, die bemerkenswert sind, wir haben eine Vertreterin hier vorne sitzen, sitzen gleich gemeinsam auf dem Panel, Francesca Ferguson. Ich mache noch mal eine kleine Schleife. Am Montag vor einer Woche haben wir bei der IHK die Strategie 2030 vorgestellt mit 9 Hauptthemen und in diesen Hauptthemen Reurbanisierung, Partizipation, das heißt Engagement der Leute in der Stadt wachzurufen und zu befördern, ist ein Beispiel eben auch genannt worden. Warum gibt es kein regelmäßiges Festival, Messe, Veranstaltung zum Thema Stadt machen? Nennen Sie es Architektur, nennen Sie es Stadtplanung, das ist etwas technischer. Und der Spaß ist natürlich schon, da können wir dann drüber lachen, das gibt es schon. Und das hat eine einzelne Person und mit Unterstützung vieler am Ende schon bewältigt in diesem Jahr. Make City, das Festival für Architektur und anders machen, das ist ganz wichtig. Das heißt, in Berlin wird nicht vom Reißbrett geplant, sondern es wird mit den Menschen geplant. Da komme ich wieder auf das Nutzerzentrierte. Mehr auf die Menschen zugehen, das Bild von Menschen ernst nehmen, das muss man formulieren, welches Bild von Menschen habe ich und wie implementiere ich die Bedürfnisse der Menschen in meine Planung und auch politischen Vorhaben. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen gucken, was ich noch Schönes habe, weil ich meine 10 Minuten sind wahrscheinlich bald vorbei. Give something back to hatten wir. Ah, auch was ganz Frisches. Am Donnerstagabend, Sie werden es nicht für möglich halten, haben wir, und das werden einige hier im Raum vielleicht nicht so gerne hören, haben wir einen Impuls aus der aktuellen Koalitionsvereinbarung wahrgenommen und ernst genommen. Da stand nämlich etwas, Bürgerbaufonds, damit die Bürger sich organisieren, auch in der Verfügbarmachung von Mitteln, um Objekte, Areale erwerben zu können, entlang von vorher vorgeschlagenen Nutzungen. Und was haben wir gemacht? Unter der Initiative unter anderem von Christian Schöning vom Spreefeld, unten an der Spree, auch ein genossenschaftliches Bauprojekt, wurde der Bürgerbaufonds Berlin, eine eingetragene Genossenschaft, gegründet, mit der ermöglicht werden soll, dass Projekte sich in dieser Stadt in Bieterverfahren engagieren können sollen. Und das Beispiel, das haben wir auch ein paar Jahre schon probiert, ist, dass wir im Augenblick Schweizer Stiftung, wir hoffen dann auch noch ein paar andere Stiftungen, also kein übertriebener Nationalismus von meiner Seite, es ist ganz toll, aber es gibt Schweizer Stiftungen, die Teile der Pensionskasse der Schweiz verwalten, die in Berlin aktiv sind und vor allen Dingen soziale und kulturelle Projekte unterstützen, aber nicht erwerben, um es weiter zu erwerben oder um andere große Erlöse daraus zu haben, sondern um es in dem Augenblick, wo sie es erwerben, an eine Nutzergruppe weiterzugeben im Erbbaurecht, Achtung Erbbaurecht, 99 Jahre entlang von konkreten Nutzungen und dann können diese Projekte wirken und das Geld der Schweiz ist da sicher und die Nutzungen sind sicher. Also an die Schweiz, es ist alles gut, in Berlin ist das Geld relativ sicher, würde ich sagen. Das sind einfach Möglichkeiten der dann praktisch umgesetzten Teilhabe mit Partnern und so wie wir bisher immer beklagen in ganz vielen Projekten, am Ende fehlt es an Geld. Ich würde sagen, es fehlt an, wenn überhaupt nur an Ideenreichtum und dann rückgespielt, Ideenreichtum gibt es in Berlin genug. Und den sollten wir identifizieren und auch nutzen. Ich glaube, damit es zum Ende noch ein bisschen frischer wird, können Sie noch ein, zwei Projekte auch vertragen. Am Mittwoch gab es den ersten Strategie-Workshop zum Thema Flussbad Berlin. Der komplette Irrsinn. Wer will denn schon in der Spree baden und dann noch mitten in der Stadt? Ich würde sagen, mir gefällt allein das Bild. Und unter uns, ob jemals da einer badet, ist eigentlich vielleicht gar nicht relevant. Es ist relevant, dass sich Menschen in Berlin aufgemacht haben, vor vielen Jahren
ganz viel gearbeitet haben, technische Machbarkeit geprüft haben und gesagt haben, der Raum, der schönste Raum mitten in der Stadt sollte für die Menschen von Berlin und die Berlinerinnen aus aller Welt zur Verfügung stehen, über die hehre Kultur hinaus. Ich finde übrigens, dass Körperkultur und Badekultur auch eine starke Kulturleistung ist. Und deswegen werden wir versuchen, das Flussbad Berlin in den nächsten 3 Jahren auf den Stand zu bringen, den es verdient aus meiner Sicht, dass man tatsächlich mitten in der Stadt seine Freizeit und einen neuen Begegnungsort prägen kann. Und ich glaube, es wird eine ganze Menge von Leuten geben, die nicht so häufig auf die Museumsinsel gehen, die dann vielleicht sich dort finden und einen völlig neuen Kulturbegriff lernen zu prägen. Auch das, muss man sagen, ist nicht der Politik, der Verwaltung oder den formal dafür Zuständigen eingefallen, sondern es ist den verrückten Berlinerinnen eingefallen. Und die haben auch noch Geld eingesammelt und die haben auch noch ganz tolle Planungspartner dafür gefunden. Ich finde, das gibt es übrigens in keiner anderen europäischen Stadt in dieser Konsequenz. Das sind das typische deutsche Arbeitsethos ist dann, wenn wir so ein wildes Projekt machen, dann machen wir es auch richtig. Gut, zu guter Letzt, ihr habt gefragt, was kann man machen? Also was sollte man vielleicht irgendwie bedenken an vielen Stellen? Ich glaube, dass in Berlin auf jeden Fall in den Gruppierungen, die sich engagieren wollen und schon tun, dass auf jeden Fall die Attribute Zuversicht, Aufbruchsstimmung und Improvisation, dafür war Berlin ja immer stark, auf jeden Fall vertreten sind und gestärkt werden sollten. Ich glaube, ich bin jetzt sehr auf das Thema Räume angegangen, als Ressource, sich auszuprobieren, Nischen zu schaffen und überhaupt lebenswert Räume auch bespielen zu können. Da würde ich einfach sagen, ganz egoistisch, ich wünsche mir von der Politik, dass die Freiräume erhalten bleiben. Das heißt, dass aktiv daran gearbeitet wird, dass Berlin möglichst seine Schätze, nämlich die Räume und Areale, nicht verkauft, dass sie nutzerspezifisch vergibt, dass es andere Formen von Nutzungsentgelten gibt, dass man das Erbbaurecht stärkt, dass das nutzerzentriert ist, wie gesagt. Und ich glaube, dass Berlin eine große Chance hat, als der Treiber für soziale Innovation zu gelten. Wie gesagt, da draußen ist es schon so, da draußen, wo immer da draußen ist, also da draußen in den Gremien bis hin nach Brüssel, schaut man auf Berlin, beobachtet und sagt, können wir uns da was abgucken. Es gibt ein ganz konkretes Anliegen, ich glaube, dass in Berlin fehlt. Erstens eine Strategie, wie will die Stadt das bürgerliche Engagement für sich nutzbar machen? Tatsächlich richtig entlang von Prozessschritten. Das kann man einfordern, das kann man planen tatsächlich. Da gibt es auch einige gute Beispiele aus anderen Kommunen in Europa. Und das Zweite ist ganz praktisch auch eine Anlaufstelle für diejenigen, die sich engagieren wollen oder schon es tun, aber noch mehr Verbreitung, mehr Beratung brauchen. Wie kann ich das in den politischen Alltag einspeisen? Das müsste man organisieren. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, diesen Bürgerdialog ernst zu nehmen, den Wunsch nach Bürgerdialog, dort regelmäßige Punkte und Veranstaltungen zu finden, damit man die Gelegenheit hat, als Bürgerinnen und Bürger sich zu engagieren. Und zu guter Letzt, lassen Sie mich gucken, wünsche ich Ihnen alles Gute für diesen Tag. Wir können noch ein bisschen uns kabbeln hier auf der Bühne anschließend. Ich habe so viele Projekte, Make City habe ich genannt, Bürgerbaufonds habe ich genannt, Give Something Back to Berlin habe ich genannt, ich habe Prinzessingärten genannt, ich habe die Radbahn noch vergessen, vielleicht haben wir das. Ein tolles Projekt und da geht es dann weiter. Ich danke Ihnen.